Wenn ich auch ein paar Wochen mal keinen Drag gemacht habe, dann sage ich immer, dann bin ich unterfummelt. Hallo, ich bin Jessica Parker, ich bin 41 Jahre alt, arbeite als Drag Queen und Entertainerin und komme aus Berlin und wohne in Berlin. Ich definiere mich definitiv als stark schwuler Mann. In Frauenkleidern. Jessica Parker ist eine Mischung aus Jurassic Park und Sarah Jessica Parker. Ich finde, das ist perfekt, weil ich bin groß wie ein Dinosaurier und habe eine sehr tiefe Stimme und bin aber auch wahnsinnig schön. Ich habe als Drag Queen auch eine Drag-Tochter. Das ist die Jackie O. Winehouse, die hat sich irgendwann in mein Leben gefräst. Der Nollendorf-Kiez befindet sich in Schöneberg. Das sind viele, viele Kneipen, auch Darkroom-Läden, wo man bumsen kann. Hi. Hi. Also ob Gummi oder Leder, Sex-Toy-Läden, also alles, was irgendwie so ein bisschen kinky ist, gibt's da auch. Hello. Das ist halt das Schwulenzentrum schon immer gewesen. Ich lieb das da irgendwie. Irgendwie hängt da mein Herz dran. Ja, Moment Gerne. Doch mal. Also, wissen Sie. Ja, und ein Ort mit viel Geschichte auch. Da gab es das Eldorado, wo Marlene Dietrich übrigens oft zugegen war. Der Cheromie, ganz berühmt von Romy Haag, wo auch der David Bowie immer war. Und die haben auch miteinander gebumst eine Zeit lang. Das Metropol. Ich kenne so viele, die zum ersten Mal in Berlin waren. Wir sind alle so süß hier heute. Und absolut geflasht davon sind, was man hier alles machen kann und was man hier auch machen darf.